Hi, everybody. I'm Naomi Klein, and I want to welcome you to Battle for the Climate. I hope you have a fantastic conference. I wish I could be with you in person, but I hope this will do. Wir sind auf der Kampf ums Klimakonferenz. Wir haben Menschen aus der Lausitz da, die mit erneuerbaren Energien gegen Tagebau kämpfen. Wir haben Referenten aus Mali und Bangladesch, Kleinbauern, die natürlich zu den Themen Landgrabbing, also Landraub und Klimagerechtigkeit arbeiten, aber auch Migration, was ja auch ein Thema ist, was stark mit Klima zusammenhängt. Wir haben Leute, die zur Energiewende hier in Deutschland arbeiten, die Energiewende als Bürgerenergiewende vorantreiben wollen. Und wir haben natürlich auch BIs hier aus dem Rheinland am Start, die sich mit Gesundheitsgefährdung auseinandersetzen. Wir haben radikale Aktivistinnen und Aktivisten, die mit ungehorsamen Mitteln gegen den Braunkohletagebau kämpfen. Was wir eigentlich ein bisschen versucht haben, war Leute aus der Energiewendebewegung, aus der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung und aus dem radikalen Klimaschutz hierzulande zusammenzubringen an einem Ort, dem Rheinland, der in dieser Auseinandersetzung, in dem, was wir Kampf ums Klima nennen, total zentral ist, weil das hier natürlich der Hotspot Europas für CO2 ist, weil hier die Braunkohle abgebaggert wird. Und vermutlich eine der wichtigsten Auseinandersetzungen, glauben wir, die man momentan in Deutschland führen kann, der Kampf gegen die Braunkohle und für den Kohleausstieg ist. Den Kapitalismus würde es ohne die Kohle nicht geben. Ohne die Kohle hätte Deutschland nicht seine beiden Weltkriege führen können. Und der fossile Kapitalismus sozusagen, das ist die Energie für dieses Wirtschaftssystem. Und das müssen wir überwinden und wir müssen die gesellschaftlichen Strukturen, die dies ermöglichen, überwinden. Das heißt die Konzernstrukturen, die Kapitalstrukturen. Wir müssen Machtverhältnisse allgemein in Frage stellen und das Ganze radikal demokratisieren. Die Menschen müssen mehr Kontrolle über ihr Leben haben. Und für mich ist dieser Kampf sozusagen klar antikapitalistisch. Ohne das, also sagen wir mal, ich glaube, es gibt keinen grünen Kapitalismus für mich so. Das ist für mich nicht möglich so. Wenn ich mir das Kraftwerk Niederaußen angucke, das ist 25 Kilometer von hier, das hat Emissionen 20 Mal mehr als der Staat Mali. Also als die ganze Ökonomie des Staates Mali. Ist nur ein Kraftwerk von hier und hier stehen 5 in der Nähe. So. Das zeigt halt einfach, wer wie viel Energie beansprucht, um zu leben. So the framework for the battle for the climate needs to be problematized. I have heard many times fossil fuel companies, carbon traders and other actors that are the ones responsible for the climate crisis saying that they are fighting for the climate, they are in this battle of the climate. There is also many big NGOs, big conservation NGOs that are feeling part of the climate movement. But actually they frame this battle in terms of numbers, in terms of percentages, in terms of CO2 levels. Mm. The problem with doing that is that we depoliticize the debate. We immediately take away the question of power. We don't think of the climate struggles as a thing that is actually a struggle about territories, about land, about dispossession. And we think about emissions trading or amounts of CO2 that are around in the atmosphere. We need to always use the framework of justice when we talk about the climate battle. I mean, the climate crisis is just a consequence of a system, an economic system that has led to this crisis. Therefore, in order to battle this, we need justice. We need social justice. We need economic justice. Therefore, we need climate justice. But what's your alternative if we don't do this huge gold mine? But we have the alternative. Our alternative is saying no to the gold mine. So that is justice, to believe as well that this exists, that the capitalism is destroying alternatives rather than, and that capitalism is just one of the alternatives. It's not about that Germany reduces their emissions on paper. The issue of talking about justice is that we actually tackle the problem, the root causes of what is causing this crisis, which is again this economic system, right? But then that means that if there is a struggle in Germany, for example, against a coal mine, which is really good and we need to stop that, but we also have to think that Germany imports a lot of coal from other countries, from the south. So what does this mean for our struggle against fossil fuels, for example? Is it enough to struggle here in Germany? Is it enough to think that, you know, by switching to some solar panels, we are in the way of a better climate? Mm. Well, it's not in the framework of justice. We need to think what is happening on the other side of the world. What are the struggles happening there? Very important.
form of critique. So often what's happening is that it's people in Germany, for example, stop nuclear energy, stop coal plants, or in Europe, stop fracking, that just gets exported to the global south. And so communities that are more vulnerable don't have perhaps the same capacities to resist are having this onslaught, you know, across the globe. So let's bear that in mind as well when we're talking about stopping those kind of energies in Europe and really think about what global solidarity should look like. Well, I think the message really for activists in Germany is to be aware of what is going on outside the borders of Germany. Recognize that, for example, sometimes when we can achieve stopping dirty energy in Europe, but then the same corporation will look for a new market. Sometimes that means that the corporations go to the global south. So, for example, now we're getting fracking, nuclear energy and so on in countries in the global south, because the corporations have lost their market in Europe, so they're looking for somewhere new to go. So it's really important for the activists in Germany to be aware of the impacts that, you know, can, the sort of consequences perhaps of the activism here, and to find a way to stand in solidarity with activists in other countries so that we can really build a global transition and not just achieve change here in Germany. Weit mehr als die Hälfte der Bauern weltweit, vor allem in Asien und Afrika, bewirtschaftet weniger als 2 Hektar Land. Wie ist es möglich, davon zu leben, und mit welchen Herausforderungen sind zum Beispiel die Kleinbauern in Mali konfrontiert? Die Situation ist einfach insofern dramatisch, als dass die Kleinbauern jetzt doch, dass die Niederschläge entweder verspätet kommen oder gar nicht, und sie schon vorher nicht viel Ertrag hatten. Und dann am Schluss eben Wasserrechnung nicht bezahlen können und den Dünger nicht bezahlen können, eigentlich praktisch dann das Stück Land aufgeben müssen. Und das ist der Grund für ganz viele Leute, einfach in die Migration zu gehen, um irgendwo ein halbwegs besseres oder akzeptables Leben zu führen. There are a lot of communities that don't have titles. I'm talking about indigenous people who do not have title to their land. They've been working on these for years, but they don't have the formal titles. So there are issues with land grabbing from certain big landowners. And that is a problem, essentially. Für mich ist der Widerstand gegen die Braunkohleindustrie im Rheinland ganz wichtig, weil die Braunkohle unter anderem Europas größte CO2-Quelle ist, verbunden mit noch ganz, ganz vielen anderen dramatischen Folgen. Und in den letzten Jahren gibt es einen erstarkenden Widerstand hier im Rheinland, weg von Petitionen schreiben und weg von an die Regierung appellieren, hin zu einer starken Klimabewegung selber aufbauen. Und wir wollen das eben machen, unter anderem mit Aktionen des zivilen Ungehorsams und unter anderem auch mit direkten Aktionen gegen die Schlüsselinfrastruktur von RWE, weil wir eben der Meinung sind, dass es viel effektiver ist, ein Braunkohlekraftwerk aufzuhalten, wenn man sich davor stellt, als wenn man an die Regierung appelliert. Der Widerstand im rheinischen Braunkohlerevier ist unter anderem deshalb so interessant, finde ich, weil dort praktischer Widerstand gegen das fossilistische Energieregime, das heißt die Braunkohlentagebaue vor Ort, verbunden wird mit der Suche nach grundsätzlichen anderen Alternativen, sowohl konzeptionell als auch praktisch. Und das finde ich wichtig, dass das zusammenkommt. Denn es geht uns ja bei der Klimafrage nicht nur um das CO2. Allein über die Bekämpfung von fossilen Industrien kann man das Problem nicht lösen, sondern wir brauchen ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem. Und dieses Bewusstsein ist von Anfang an in dieser Bewegung verankert gewesen. Und das zieht sich auch durch in den nächsten Monaten, diese Beschäftigung mit Widerstand ganz praktisch und Suche nach Alternativen.
Ich denke, das ist auch deshalb so wichtig, weil in ökonomischen Krisenphasen und wir stecken in einer ökonomischen Krisenphase, Stichwort Eurozonenkrise, die Suchbewegung nach Alternativen immer besonders dynamisch ist. Also die Vorstellung, dass man aus einer ökonomischen Krise herauskommen kann durch massive Investitionen in erneuerbare Energien und auf diesem Weg der Krisenbewältigung gleichzeitig eben auch die ökologische Frage löst. Also eben kein Antagonismus von kapitalistischer Ökonomie und der Umweltfrage, sondern beide lassen sich, also die Krisen des Kapitalismus und die Krise der Umwelt, lässt sich letztendlich mit einer Antwort beantworten. Und ich denke, dass dieses Denken durchaus zurzeit sehr, sehr vorherrschend ist in vielen Institutionen, in Regierungen. Und dass ein Verständnis eines antagonistischen Verhältnisses von Ökonomie und Umwelt sehr, sehr marginal ist. Obwohl es durchaus wenig wahrgenommen wird in dem Diskurs, ist es so, dass Gender natürlich sehr eng mit Klima und mit den anderen ökologischen und finanziellen Krisen zusammenhängt. Nicht nur die Betroffenheitsebene, die oft angesprochen wird, dass Frauen mehr von dem Klimawandel, durch den Folgen von dem Klimawandel betroffen sind, aber auch, dass die Maßnahmen, die wir dann umsetzen, um mit dem Klimawandel umzugehen, natürlich auch Gender-Dimensionen haben. Ja, Männer und Frauen werden anders von zum Beispiel Machtmechanismen betroffen. Das sehen wir ja mit den, also mit dem Chaos, was jetzt durch die RED-Projekte entstanden ist, dass indigene Frauen massive Kämpfe jetzt führen müssen, um noch Zugang zu ihrem Land und natürlichen Ressourcen sichern. Das ist eine Dimension, aber auch das Problem, also die Tatsache, dass Klimawandel anders als Problem wahrgenommen wird von Männern und Frauen. Und auch, dass andere Lösungen dadurch entstehen. Also das öffnet dann viele neue Handlungsmöglichkeiten, wenn man Geschlechtergerechtigkeit konsequent mitdenkt auf allen Ebenen. We held two caravans, one in 2011 and another one in 2014. The first one was within Bangladesh and the second one was in Bangladesh, India and Nepal. And basically, the title of the caravan was "Food, Climate Change, Gender and Food Sovereignty," because we think that there is a nexus between climate change and gender and food sovereignty. So we have already finished two caravans. So now we have the plan to hold the next caravan, which focuses much on the seed issue, because seed is the basic element of the food sovereignty campaign. That's why we think that we need to restore our indigenous seeds because of the green revolution. We have lost our seeds. Our indigenous seeds were disappearing. So we need to recover. We need to restore. That's why we are going to hold our next caravan, prioritizing the seed issue, and we called it Seed Caravan for a Healthy Soil and Food Sovereignty, because we need healthy soil. Our soil are contaminated with pesticide and chemical fertilizer already due to green revolution. So now, we are advocating for an agroecological method of farming, that's why we are going with the seed caravan next year in February. Hope it will be a successful caravan and it will inspire our small-scale peasants who are producing our basic food in the country. Klar, wir können sagen, wir wissen, aus Paris kommt jetzt nicht der große Emissionsreduktionsaufschlag. Aber wir wissen auch, dass in Paris aktiv Dinge vorangetrieben werden, die zu mehr Klimaungerechtigkeit führen. Das sind zum Beispiel die Ausweitung von Kohlenstoffmärkten und diesem sogenannten Carbon Offsetting. Also, dass ich jetzt hier weiterhin meine Kohle verbrennen kann, aber dafür irgendwo in Brasilien Eukalyptuswald pflanze, Leute da von ihrem Land vertreibe und dann am Ende sage, so, jetzt bin ich Carbon Neutral, also kohlenstoffneutral, also kann ich weiter meine Kohle verfeuern und gleichzeitig haben irgendwelche Leute in Brasilien den Zugang zu ihrem Land verloren und das sind natürlich die, die am allerwenigsten dazu beigetragen haben, den Klimawandel überhaupt zu verursachen. Das ist in einem gewissen Sinne die Definition von Klimaungerechtigkeit. Das heißt, wenn wir für Klimagerechtigkeit kämpfen, müssen wir auch an den Orten kämpfen, wo die Klimaungerechtigkeit vorangetrieben wird. Und leider muss man sagen, dass die internationalen Klimagipfel eigentlich bisher eher das gemacht haben, als wirklich zu effektivem Klimaschutz beigetragen haben. We have to oppose, we have to say, this is not okay.
I think also these moments are important for us to interchange and know each other, know our struggles. What are we talking about here when we say coal extraction? What is it happening in Colombia with coal extraction? Why don't we link these things and make it stronger, make it more global, more structural? But I think the only way to do that is if we move it beyond climate. And I think this is what, for me, Paris is about. This year is about. It's not about a climate deal. It's about showing that why we have a climate crisis is due to a systemic crisis. It's due to these far bigger drivers. It's looking at how we've got a free trade regime that's going mad. You know, EU's trying to sign free trade deals with Canada and the US, which is trying to sign away our rights to corporations. The US is doing the same with the whole of the Pacific and Southeast Asia, minus China. You know, we have all of these drivers which are sending the world, you know, into hyperdrive in terms of consumption, in terms of privatizations and liberalizations. All of these things are going to come to a head in Paris. You know, how can we bring the trade movement to Paris? They're already talking about it, especially in Europe, to come to Paris. The anti-austerity movement, we're having talks in Blocupy to come to Paris to show that what's happening in Paris are the same people, the same companies, the same drivers trashing the climate, and the same ones destroying Greece, privatizing Europe. You know, it's the same agenda. It's about power, it's about democracy, and that's what Paris is about. It's not about climate, it's not about parts per million, it's about power. So when we're in Paris, that's the message we're taking. And we're involved in various different movements, various different mobilizations that have been planning, how can we use this as an opportunity to bring not just that message, to bring our stories, to bring the Rhineland, to bring the anti-fracking movements, you know, to bring the water privatizations, to bring this to Paris and show that we are not going to put up with your shit anymore. And this is why we're going to Paris. So I would love to say, in Paris, there's a lot going on. It's going to be from the stuff I'm involved in, working with people from the Rhineland, working with people in France. It's going to be radical actions. We're looking at occupations and blockupies and everything we want to do in between. But we also want to go further. We, as well as taking direct action, we want everybody to take direct action. We don't just want to be this group on the left. We actually want to be mainstream. It sounds very bad, but we want this to be something that mums and dads and prams and babies can come along to. And we will. And this is something because the time to act is actually here. You know, we've done enough negotiating. If we don't make our voices heard in Paris, they're not going to be heard, and governments are going to co-opt exactly what comes out. So we have to be there on the streets. We have to be there when it finishes to make sure we get to say our piece, that we get to say, you do not represent us, and that we are going to go and create alternatives, all of us. We're already doing them. We have them in place. We're going to push them forward, and we're not going to let you negotiate in our names. So that's, please, come to Paris, get involved. There'll be stuff for you to do. Thank you. Leave the coal in the hole. Wir müssen das im Boden lassen. Und ich finde es eine wunderbare Perspektive, wenn wir nächstes Jahr anfangen, Kraftwerke abzuschalten. Das ist halt so, das sind die notwendigen nächsten Schritte, die wir brauchen. Und dass wir auch einen Plan haben für Paris und das jetzt schon haben und nicht sagen, ja, was kommt da raus oder nicht, das ist egal. Wir haben schon den Plan und wenn die nächstes Jahr nicht abschalten, dann machen wir das. Super, Plan haben ist eine gute Sache. Du hast jetzt auch noch eine Idee und einen Plan? Nur eine ganz kleine Anmerkung. Man muss ja nicht unbedingt bis nächstes Jahr warten mit dem Kraftwerke abschalten. Das geht auch in der kleinen Gruppe leichter, als man denkt, glaube ich. Besonders, wenn natürlich Niki aus Bolivien gekommen ist, Badrul aus Bangladesch. Und ich danke Bakari, der sich durch eine absurde Odyssee 4 Meetings mit einer schrecklichen deutschen Botschaftsangehörigen in Bamako, dann eine Verhaftung, dann einen Tag im Knast und eine wahnsinnige Reise zurück zum Flughafen, dass du gekommen bist und dir reden. Vielen, vielen Dank. Applaus